Und herzlich willkommen zu einem klitzekleinen Weihnachtsspecial heute von mir. Ja, heute ist der 24. Dezember. Man kommt sich noch nicht so vor, deswegen habe ich es aber mal in Minecraft schneien lassen. Hab mir einen wunderschönen Weihnachtsbaum gebaut, den ihr eventuell schon gesehen habt. Ich habe ihn aus einem Tutorial rausgeklaut praktisch, um ihn zu bauen. Und ja, deswegen kommt er euch vielleicht bekannt vor. Das weiß ich aber allerdings nicht. Was ich einfach sagen wollte oder euch zeigen wollte, euch sagen wollte, ist einfach das. Denkt einfach mal drüber nach, warum wir Weihnachten feiern. Weihnachten ist halt einfach eine Zeit zum Nachdenken, zum Fröhlichsein, eine Zeit des Friedens, und das sollte jeder von uns oder sollte jedem von uns klar sein. Und daher mache ich jetzt auch dieses kurze Video natürlich. Ich werde im Hintergrund ein paar Weihnachtslieder spielen lassen, eventuell auch so kurz vorm Ende, so ungefähr für 10, 20 Minuten einfach laufen lassen, damit ihr auch ein bisschen so in das weihnachtliche Gefühl kommt, damit ihr ein bisschen nachdenken könnt bei den Bildern, die ihr dann sehen werdet. Und ja, damit es für euch einfach auch ein bisschen einfacher ist. Und ja, ich kann euch nicht versprechen, dass es die ganze Zeit so weiterschneien wird. Es kann natürlich sein, dass es dann zwischendurch aufhört. Dann werde ich das so zusammenschneiden, dass es auf jeden Fall schneien wird. Und ja, ich möchte mich einfach bei euch bedanken, dass ihr dieses Jahr so großartig dabei wart, dass ihr mir dieses Jahr so viele Abonnenten geschenkt habt, dass die Community auf mittlerweile 300 gewachsen ist. Und dafür möchte ich mich jetzt einfach bei euch bedanken. Und ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit auch in den nächsten Jahren oder Monaten oder Jahrzehnten, je nachdem, wie lange dieser Kanal noch so bleiben wird. Ja, Weihnachten ist einfach eine besinnliche Zeit, die man friedlich und vor allen Dingen auch glücklich mit Freunden, mit der Familie und allem drum und dran verbringen sollte. Ich möchte jetzt auch nicht mit größeren Mausklickern oder sonstiges hier rumfliegen. Deswegen ist es praktisch bloß ein einziges Bild, was ich euch zeigen werde. Und ja, geht in euch, habt Freude, verbringt mit eurer Familie, mit euren Freunden ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und ich hoffe, ihr seid dann auch nächstes Jahr wieder dabei, wenn es dann wieder von vorne anfängt, wenn dann das Jahr 2015 genauso erfolgreich wird wie das Jahr 2014, bin ich euch noch viel, viel mehr dankbar, bin euch viel schuldig, und ich hoffe auf jeden Fall, dass es auch für euch ein schönes Weihnachten wird. Und behaltet euch wirklich immer im Hinterkopf, es muss immer friedlich ablaufen. Friedlich, ja, genau. Ist leider nicht immer möglich, aber versucht es. Versucht es euren Freunden zu teilen. Und dann sollte dieses Jahr auch friedlich zu Ende gehen. Und vielleicht schaffen wir das alles ohne Probleme.
Und vielleicht werde ich nochmal so ein kleines Special am Ende des Jahres machen. Also am 31. Dezember, das weiß ich alles noch nicht. Und wir werden uns dann auf jeden Fall in wenigen Monaten wieder hören. Wenn das Jahr dann wieder so schnell vergeht wie dieses Jahr, na dann, Prost Mahlzeit. Dann hören wir uns in ein paar Tagen wieder gefühlt. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Restjahr. Und dann auf Wiedersehen, meine Freunde. Habt ein schönes Weihnachtsfest, lasst euch beschenken, beschenkt eure Familie und Freunde reich. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr in aller Frische wieder. Und dann auf Wiedersehen.